Hallo und gesagt zurück zu Sigmar's Pirates, wo wir gerade dem Baron entgegensegeln. Zumindest hoffe ich das mal, wenn wir gleich ganz rauszoomen und schauen, ob wir ihn so irgendwie entdecken. Er ist auf jeden Fall unterwegs hierhin. Von wo aus ist ein bisschen die Frage. Also wir wissen, von wo aus er losgesegelt ist, von, glaube ich, Santo Domingo. Aber ob er südlich oder nördlich um die Insel hier rumgesegelt ist, das weiß ich nicht. Darum würde ich mal sagen, segeln wir Richtung Tortuga und dann schauen wir weiter, was passiert. Solange es der Wind auch zulässt, der uns wieder mal genau ins Gesicht bläst, ist ja klar. Als ob es wissen wird, wo wir hinwollen. So, da kommt ein leichter Sturm. Der wird uns insofern helfen, als dass er uns ein bisschen beschleunigen könnte. Ja, der Wind ist wirklich sehr stark, aber eben in die falsche Richtung leider. Müssen wir ein wenig kreuzen. Und keine Spur vom Baron. Ja, rum sind wir immerhin schon 74. Was ist hier eigentlich das Maximum? Ist es tatsächlich 100? Ich weiß es gar nicht genau. Und was wir auch gleich erledigen können, ist hier den lieben Herrn Fersingworth. Und wer war noch fällig? Der Chance Key. Den wir uns auf jeden Fall noch schnappen. So, Holländer angreifen wird uns natürlich theoretisch auch helfen, wenn wir ein bisschen im Rang aufsteigen wollen bei den einzelnen Nationen. So, jetzt sind wir ein bisschen weit südlich geraten. Was haben wir denn hier? Französisches Kaperschiff. So, wie erledigen wir das jetzt am besten? Bei den Franzosen sind wir ja immer noch 7 von 8. Sollen wir jetzt nur Engländer angreifen? Da wir bei den Spaniern und Franzosen raufkommen. Theoretisch, aber die Holländer würden uns jetzt auch ein bisschen helfen. Und wenn wir das Ziel wirklich erreichen wollen, wir können ja schauen, wenn wir lukrative holländische Ziele finden, dann würde ich sagen, ja, okay, mach mal's. Aber sonst glaube ich, werden wir die Holländer auf jeden Fall verschönern. Ah, da haben wir nur einen Bürgermeister, insofern nicht die interessanteste Stadt zum Anlaufen, aber Schenke immerhin. Port Royal, was gibt's denn hier? Ja, immerhin auch einen guten Preis für Luxusartikel. Haben wir eh noch einige zum Loswerden. Ansonsten scheint ziemlich ruhig. Ja, von da kommen wir gerade. Vielen Dank. Ich glaube, zum Schiffsbau müssen wir auch nicht. Engländer, Immigranten. Das wollen wir nicht. Die lassen wir in Ruhe. So. Nach Santiago müssen wir, oder? Habe ich es jetzt richtig im Kopf? Genau. Da haben wir einen Gouverneur. Auch nicht allzu interessant. Jetzt hoffe ich nicht, dass inzwischen der Baron an uns vorbei segelt. Ein holländisches Schmugglerschiff. Da können wir uns zum Beispiel trauen. Ich weiß, Holländer. Wir sind Holländer, aber wir müssen auch bei den anderen Nationen im Rang aufsteigen. Zumindest wollen wir das. Weil die scheinen uns eh davon zu kommen. Wenn der Treffer nicht sitzt, dann sind die sowieso außer Reichweite. Gut, dann lassen wir sie in Ruhe. Wie gesagt, bleiben wir bei lukrativen Zielen. So. Also, lieber Gouverneur, bekommen wir noch ein paar Morgen Land dazu. Aber eine Tochter, die uns vorgestellt wird, aber wir sind mittlerweile wirklich offiziell vergeben, entsprechend haben wir nichts zum Hergeben. Irgendwelche interessanten Preise. Ich glaube Zucker 8 ist halbwegs okay. Das haben wir mal raus. Die Frage ist, was laufen wir als nächstes an? Können wir gerne auch ein bisschen handeln. Ich glaube, nach entweder Port Royal oder hier rüber. Gewürze 30, das ist ein guter Preis. Port Royal, Luxusartikel 32. Also Gewürze und Luxusartikel, wenn günstig, können wir mitnehmen. Naja, günstig ist was anderes, aber es gibt eh nicht viele. Lebensmittel gehen uns langsam ein bisschen aus. Waren 8, wie schaut es denn da aus?
im Preisvergleich waren 14 und hier waren 9. Gut, dann lassen wir es auch mal wie es ist und besuchen die Schenke, wo wir noch ein paar Informationen bekommen. Nichts Außergewöhnliches. Ein paar Mann an Bord nehmen, 17 immerhin sind es gekommen. Das ist gar nicht so wenig. Und wenn man hier dem guten Herrn, der das Schankmädchen da belästigt, auch nochmal hier beibringen, gibt es noch ein paar Mann dazu. So, werde ich jetzt ein bisschen üben wieder mal. Ist an der Zeit. Lang nicht mehr gemacht. Schauen wir, dass wir mal nach unten kommen. Ich muss nämlich, was ich üben muss, ist einfach das Verteidigen. Sehen, wohin er schlägt und entsprechend ausstellen. Genau das, was ich jetzt immer falsch mache. So, drüber springen. Das wäre eigentlich ducken gewesen. Da wieder drüber springen. Das ist in der Mitte verteidigen. Das wäre... Das wäre auch zum Ducken gewesen. Sehr gut. Weil wenn wir gut genug verteidigen, oh, falsch, dann sieht man auch, dass der Gegner ja verwirrt wird und ein bisschen anfängt, dass ihm ein bisschen der Kopf schwirrt. So. Sehr gut. Okay, genug geübt für dieses Mal. Flasche über den Kopf. Und noch ein paar Mann mitnehmen. Nochmal 10. Hat man 365 Mann an Bord. Nicht schlecht. Und ja, dann stellen wir den Erpresser. Ich nehme mal an, dass er sich diesmal nicht mehr frei kauft, sondern hier Kopfgeld kassieren. Also dann schauen wir mal, ob wir uns hier auch erfolgreich verteidigen können. Ja, bei der Geschwindigkeit geht's. Gut. Ja, aber er auch nicht allzu schlecht. Stellt ganz gut aus. Ah ja, da ist schon wieder passiert. So, drüber springen. Ja, bin eindeutig aus der Übung. Da muss noch nachgebessert werden. 4000 bekommen wir. Sehr gut. Müssen wir uns beim Schiffsbauer machen. 2 Tonnen. Dann könnte man eine Schatzgalione loswerden. Wobei, die im Schlepptau behalten. Warum eigentlich nicht? Ob wir jetzt eine haben oder zwei, ist auch egal. Naja, 12 Besatzungsmitglieder haben uns verlassen. Dann ist jetzt eben die Frage, nachdem wir jetzt offensichtlich bald Beute aufteilen müssen, soll man uns noch eine Stadt krallen? Wenn wir hier schon bei den Engländern total beliebt sind, dann können wir eine englische Stadt eigentlich angreifen. Und wenn wir schon Richtung Port Royal segeln gerade, wie ist ein Port Royal so aufgestellt? 240 Soldaten und sehr, sehr reich eigentlich oder wohlhabend. Dann würde ich sagen, nehmen wir uns Port Royal vor. Warum nicht? Das sollte den Franzosen doch gefallen. Sollen wir gleich mit dem englischen Schiff starten? Kommt drauf an. Großes Handelsschiff. Dann werden wir jetzt, bevor wir das nächste Mal die Beute aufteilen, was eben bald sein werden muss, uns noch ein paar Engländer schnell vornehmen. Weil da blinkt sogar schon, heißt, hier wird sehr bald gemeutert. Ein bisschen können wir sie vielleicht noch an der Stange halten, wenn wir noch ein bisschen Geld einnehmen oder Gold vielmehr. So, müssen wir nur wieder aufpassen, dass wir hier, wenn möglich, das Schiff nicht gleich versenken. So, die Waren nehmen wir auf, die da im Wasser schwimmen. Ich denke, den bekommen wir relativ leicht zum Aufgeben. Ja, ist schon passiert.
Gut, das war nicht allzu viel, aber okay. Dann werden wir noch Port Royal attackieren. Als Abschluss von der Runde sozusagen. Da müssen wir uns überlegen, welche Schiffe wir behalten. Ich glaube aber, ich bleibe bei meinem ganz, ganz ursprünglichen. Da bin ich gerne ein bisschen treu. Achso, eigentlich wollte ich die Stadt ja angreifen, nicht reinsegeln, aber dann quatschen wir doch mal mit dem Admiral, mit dem Gouverneur. Tanzen dürfen wir auch noch. Ich habe, glaube ich, habe ich jetzt aus dem Augenwinkel gesehen, dass die wieder nicht mit den Franzosen im Krieg sind. Naja, trotzdem, was soll's, überfallen wir noch eine Stadt. Nachdem wir vorher noch ein Tänzchen wagen. Vielleicht bekommen wir noch was Interessantes. Wobei, so legendäre Gegenstände haben wir eigentlich alles gesammelt, mehr oder weniger. Da wird nicht mehr viel sein. Geht nur um Informationen, aber wäre ich zurzeit auch nicht böse, ein paar zu haben über einen Baron. Weil da wissen wir nur ganz grob, wo er gerade rumsegelt. Hoppala. Klappt mal wieder gestolpert. Oh, die tanzt auch nicht schlecht, also schön abwechslungsreich. Gibt es eigentlich auch irgendein Achievement sozusagen für alle oder mit allen Töchtern mal zu tanzen? Wobei ich glaube, sieht man als Pirates, stammt ja noch aus der Zeit, wo es überhaupt keine Achievements gab. Zumindest nicht welche, die außerhalb vom Spiel festgelegt wurden. Wir haben hier genug Sachen, die wir erreichen können. Beziehungsweise Liebesleben hat ja ein paar Punkte. Wir sind auf 4 von 10 und haben noch nicht geheiratet. Ob uns da mal auf 10 von 10 raufkommen, wenn wir heiraten? Ich hoffe es mal. Ja, wo ist er denn unterwegs? Das habe ich nicht genau gelesen, wir werden es aber gleich rausfinden. So, ich rede nochmal schnell mit dem Gouverneur. Ja, Spanien und Holländern. Okay. Naja, was soll's. So, Luxusartikel 28 ist eigentlich ganz gut. Rest lassen wir mal. Sonst noch irgendwas, was wir machen müssten? Ich glaube nicht. Da werden wir direkt auf die Stadt losgehen. Was haben wir hier? Noch ein großes Handelsschiff mit Eskorte. Dann nehmen wir uns das noch vor. Ja, und wir stehen. Weniger gut, weil wenn wir unser Schiff jetzt ruinieren, wir können vermutlich hier nicht mehr anlegen, nachdem wir die Stadt angegriffen haben. Wobei, wir sind ja automatisch in der Stadt einmal noch. Dann nehmen wir halt auch nicht so schlimm. Aber die Eskorte hat nicht gerade den schlechtesten Schuss, so wie es ausschaut. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und vor allem eine Menge Mann an Bord. Der ging mal komplett daneben. So. Zieht sich ein bisschen der Kampf. Also immerhin auch zwei Schiffe. So, der sollte halbwegs sitzen. Ja, aufpassen, dass wir nicht außer Reichweite kommen. Ja, Wind ist nicht allzu stark. Oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass Schiffe, das wir eigentlich abgesehen haben, haben wir gerade versenkt. Das war nicht der Plan. Und das andere ist, keine Ahnung.
hier zum Weg. Haben wir das nächste versenkt? Gibt's ja nicht. Ich habe einfach einen zu starken Schuss drauf im Moment. Das geht dann immer so schnell. So, schaffen wir noch ein paar Mann aufzunehmen. Ja, nicht wirklich. Gut, dann würde ich sagen, das, was an Besatzung noch übrig ist, macht sich auf nach Port Royal. So. Ja, das immer gut überlegen. Das sollte man eigentlich auf jeden Fall schaffen. Vor allem, wenn wir bei der Taktik bleiben wie letztes Mal, dass wir so ein bisschen ja, im Wald verstecken sozusagen. Hier schaut es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da werden wir, glaube ich, bleiben. Und so. Uns mal vernünftig aufstellen. Dass wir die Bukaniere für den Moment ein bisschen nach vorne bekommen auch. Die Offiziere bleiben mal hier, würde ich sagen. Kommt darauf an, wo der Gegner dann daherkommt. Das werden wir noch sehen. Die lassen wir auch hier. Und mit denen warten wir, glaube ich, auch mal. Lass uns mal überraschen, wo die Engländer angreifen. Ich sehe sie noch gar nicht. Dann lassen wir noch eine Runde aus, bevor wir da was tun. Ah, da kommen sie jetzt daher. Wären auch nicht allzu viele. So, also. Mal schauen, ob wir sie von da oben aus schon erwischen. Vermutlich nicht. Mit dem Piraten können wir davor in den Wald gehen. So, da werden wir auch nach rechts, glaube ich, uns eher bewegen. Das ist hoffentlich nicht alles, was die Engländer zu bieten haben. Wäre ein bisschen sehr wenig. Wir werden es sicher bald rausfinden. Gut, da können wir direkt auch mit einer Runde Piraten angreifen. Ah, da kommt der Rest. Okay. Habe mich schon ein bisschen gewundert. Dann werden wir danach rücken und werden wir hier schon direkt vor ihrer Nase stehen. Werden wir auch gleich mal drauf schießen. So, aufrücken, aufrücken. Gut in Deckung, das passt. Im Gegensatz zu denen, die da unten stehen. So, Feuer frei. Und das Ganze nochmal, nicht ganz, aber da werden wir einfach direkt zum Angreifen. Na, stellen wir ihn frei. Ich stelle mich mal hier hin noch für den Moment. So, und da ist uns ein bisschen der Hügel im Weg. So, jetzt sind wir, glaube ich, halbwegs gut aufgestellt, hoffentlich. Um aus dem Wald raus anzugreifen. Da müssen wir eh runterstürmen, hilft nichts. Ein bisschen reinzoomen. So, unsere Offiziere sind da hinten. So, dann werden wir mit den, glaube ich, hier raus mal angreifen. Okay, das ist zu weit reingezoomt. Da werden wir so rüber angreifen. Mit den Offizieren und können wir noch schießen? Jawohl, wir können noch schießen.
So. Okay. Gut, ein Trupp ist da jetzt eben wirklich wahrlich im Kreuzfeuer. Jetzt sollen wir die noch ein bisschen schwächen. Die sind in Panik. Aber die sind wütend und greifen entsprechend an. So, dann mit den Offizieren da vorrücken. Die können mal ein bisschen was auffangen. Und hier werden wir, glaube ich, mit denen einfach nochmal angreifen. Auch wenn das nicht ganz überleben wird, vermutlich. So. Und das sollte eigentlich der letzte Trupp sein des Gegners. Rein mit den Offizieren. Nicht so weit rein. Ja, 2300 Goldstücke. Immerhin. Ha, jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, hier einen Gouverneur zu ernennen. Müssen wir natürlich eigentlich den Franzosen geben, so gesehen. Wenn wir uns mit denen noch gut stellen wollen. Wir haben eine Stadt in der Nähe schon. Was sollen wir uns den Engländern... Sonst bei den Engländern lassen, was sollen wir für die Holländer noch was erobern? Und natürlich für die Spanier. Würden wir uns da auch eventuell einen guten Ruf machen. Schwierig, schwierig. Jetzt haben wir den Spaniern schon so viel abgenommen. Hier in der Gegend haben die Spanier eh keine Stadt, oder? Da ist eher Französisch und Englisch. Ah, Holländer. Wenn schon für uns, dann haben wir eine gute Rechtfertigung, dass wir noch ein paar Holländer angreifen. Und reden wir direkt mit dem Gouverneur. Der freut sich dann natürlich, hoffentlich. Ja, der freut sich allerdings. Und wir kriegen wieder 450 Morgenland und können... nochmal tanzen, ein neuer Gouverneur, neue Tochter. Mal schauen, ob die auch nochmal ein paar Informationen für uns hat. So, dann werden wir jetzt, glaube ich, entsprechend irgendeine französische Stadt noch anlaufen. Schauen, ob die das irgendwie freut. Ah, wir hätten den Franzosen einsetzen sollen. Wäre, glaube ich, die bessere Wahl gewesen, weil dann hätten sich die Franzosen auch entsprechend gefreut. Ah, da bin ich einfach zu holländisch. Als dass ich die Stadt irgendeinem anderen geben würde. Pardon, werte Dame. Einmal stolpern pro Tanz in der Aufnahme leider Standard, so wie es ausschaut. Und sind wir eigentlich schon bei Folge 29 und somit schon wieder Seasonende in der nächsten Folge. Jetzt ist die Frage, schaffe ich es noch zu heiraten davor? Es kommt darauf an, was uns noch alles aufhält. Aber eigentlich könnte man, nachdem wir den nächsten Schub gestellt haben, wirklich mal direkt einen Kurs nehmen zu unserer künftigen Angetrauten. Wir werden ja auch nicht die Jünger. Und irgendwann müssen wir dann fast heiraten. Ihr hat's mal gefallen. Wenn es auch nicht ganz fehlerfrei war. Unterwegs nach San Juan. Ja, das ist, glaube ich, dieselbe Information wie vorher. Und jetzt noch Männer an Bord nehmen, bringt, glaube ich, nichts. Eher werden wir noch schauen, dass wir ein paar loswerden sozusagen und dann aufteilen. Schatzflotte unterwegs nach La Habana. Das ist wirklich interessant. So. Noch irgendwas zum Verkaufen. Na ja, zum Kaufen bei so einem günstigen Preis. Da werden wir, glaube ich, überall zuschlagen. Wir müssen das Ganze natürlich noch loswerden, dürfen nicht vergessen, bevor wir die Waren aufteilen.
Ich kaufe jetzt mal ein im großen Stil. Und dann segeln wir, glaube ich, weiter. Und zwar hierhin den nächsten Schurken stellen. Das werden wir uns dann nächstes Mal anschauen. Und bis dorthin wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.